Leute! Privet, meine Freunde, dabei! Wir dürfen uns einen Tag nur von typisch russischem Essen ernähren. Suppe mit rote Beete und Weißkohle. Wie werden unsere Sinne, die für uns neuen Gerichte und Lebensmittel einstufen? Oh, das schmeckt richtig geil. Das schmeckt richtig creepy, Mann. Es werden uns einige kleine Geschmacksüberraschungen erwarten. Das ist Frischkäse, glaube ich. Also viel Spaß. Das sieht aus wie Baustoff oder Beton und man kann das, glaube ich, essen. Wir nehmen das mal mit. Kann man nicht mit Schale essen, Alter. It's me. And me. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Kara Männer hinter der Maurice Kamera. Was geht, Leute? Privet, meine Freunde. Dabei. Zucker. Mehr Russisch kann ich nicht. Vielleicht lernen wir noch ein bisschen was im Verlauf des Tages kennen. Denn was wir auf jeden Fall kennenlernen werden, ist russisches Food, Spezialitäten, die man aus Russland kennt. Und da fällt mir direkt eine Sache ein. Genau das wollte ich auch machen. Nehmen wir erstmal, also einfach mal. Wie spät ist es? Ja, es ist 12 Uhr. Doch, jetzt musst du. Ich dachte so, okay, ich ziehe das jetzt richtig cool durch und so. Das war ja ein mini kleiner Schritt. Gut, zum Warmwerden. Das müssen wir jetzt zu jedem Essen trinken, ne? Gar kein Fein. Das ist menschenunwürdig. Hör mal auf zu atmen. kennst du ein traditionelles russisches Gericht? Plilomi? Plemeni. Ich schwöre, sieht man diese Gänsehaut? Ich habe jedes Mal Gänsehaut mit meinen langen Armhaaren, Alter, ist ja aus dem Affe. Plemeni meinst du? Irgendwie sowas? Ja. Oder Kondensmilch, diese dicke. Da ist immer, das sieht so russisch aus, wenn man die kauft. Weiß ich nicht, das weiß ich nicht, was du meinst. Ich krieg richtig gute Laune durch den Wodka. Ich glaube, ich trinke jetzt jedes Mal. Ist voll heiß hier in meinem Jungbereich. Also, Ivans Mutter hat uns auf jeden Fall mal was mitgebracht. Piroschki. Piroschki, ich kann russisch und ich bin Maurice. ja, das war dieses Brot gefüllt mit so Mett oder sowas. Okay, ist ja auch egal. Mit was starten wir? Ich habe sehr großen Hunger. Wir googeln, vielleicht finden wir ein Frühstück erstmal. Okay. Okay, ich habe hier das hier gefunden. Sprech das mal aus. Ich kann das. Borschtsch. Sehr gut. Also das soll so eine rote Beete-Suppe sein. Also ich mag nicht gern rote Beete, aber du... Gibt's auch irgendwas Leckeres? Hä, ich dachte, du magst das. Ja, aber ich mag keine Suppen, Alter. Ja. Soll ich jetzt was trinken oder soll ich was essen? Aber das ist sehr traditionell. Und erstmal für das Frühstück können wir das hier erstmal machen. Und danach fahren wir noch in so einen Mixmarkt, also so heißt es in Hildesheim. Gibt's das hier? Gibt's irgendwie so einen russischen Markt, so wie diesen Asiamarkt? Wir gucken mal, das wäre auf jeden Fall cool. Vielleicht finden wir da dann was Richtiges zu essen und dann... Ah, ey, warte, es gibt doch bei Edeka so eine russische Abteilung. Okay, dann gehen wir da mal hin. Ja, Mann, lass da einkaufen gehen und die abchecken. Okay, Freunde, das mit der Suppe hat sich erstmal erledigt. Also hier, das dauert 4 Stunden, das 3 Stunden 10, das 2 Stunden 10. Hey, nobody can tell for this. Also, yo, ich habe jetzt Hunger. Ja, gibt's russischen Lieferdienst? Weiß ich nicht. Wir gucken erstmal. Cooler Pullover übrigens. Hey, cool, den gibt's auch wie Caramel-Shop. Und nein, ich weiß gar nicht die Adresse. Aber auf jeden Fall könnt ihr den Link in der Bio abchecken. Da gibt's auf jeden Fall noch ein bisschen Merch. Wir sind angekommen vor dem Feinkostregal hier bei Edeka. Ich habe das gefunden, was du selber machen wolltest, oder? Okay, dann nehmen wir einfach das. Borsch. Suppe mit rote Beete und Weißkohl. Das hört sich nach meinem neuen Lieblingsgericht an. Okay, dann nehmen wir eins davon mit. Es gibt auch noch sowas mit Weißkohl und Sojanka. Ah, das mag ich aber auch genauso wenig nicht. Aber wir können. Was? Das magst du genauso wenig nicht? Ja, Sojanka. Also du magst es. Du verwirrst dich. Ich glaube, das ist russisch, oder? Ich glaube, da steht Birkensaft mit Minzgeschmack. Wollen wir das mitnehmen? Ja. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein russisches Getränk neben Wodka. Das ist auch schon mal gut. Und Kürbiskerne. Ja, guck mal, die sehen unnormal russisch aus, oder? Die nehmen wir auch noch mit. Wir brauchen diese Dinger, die man ineinander stecken kann, weißt du? Ja. Oh, das wäre voll cool, wenn es das mit mir geben würde. Und dann bin ich da immer ganz klein drin. Guck mal, und das ist das, was ich meinte. Das ist diese gezuckerte Kondensmilch. Willst du es probieren? Nein. Okay. Also ich muss sagen, ich glaube, okay, ich kann es noch nicht beurteilen, aber ich glaube, Russisch ist nicht so mein Fall. Weißt du, ich hätte mal Bock auf Amerikanisch einen Tag. Ja, wollen wir das mal machen? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was wir als nächstes machen sollen. Wir machen ja einmal die Woche dieses Format, deswegen write it down. Also wir essen ja heute noch öfter was, ich glaube, das reicht. Kann man dazu noch Brot nehmen? Russisches Brot? Ja, das ist ja hier. Oh Gott, das ist russisches Brot? Ich finde nicht, dass das zählt. I don't believe it. Kleine Minikekse und die kann man so als Cornflakes essen. Okay, das hat aber nichts mit Russisch zu tun. In welchem Video dürfen wir die essen? Also welche Kultur? Gar keiner. So bayerisch oder gar schweizerisch? Keiner. Weil das gar ist ja keiner. So mit Milch. Wirklich, das russischste aller russischsten Sachen gibt es hier nicht. Deswegen müssen wir gleich nochmal zu Rossmann und da kaufen wir russisches Brot. Dann können wir das richtig super in die Soße, in diese Suppe eindrücken. Okay, also bei Edeka hatten sie das russische Brot nicht, was ich im Übrigen auch nicht richtig finde, dass das zählt, aber okay. Da steht russisch drauf, da ist auch russisch drin. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zu Rossmann, weil Kim meint, dass es das da gibt. Ich stehe immer so lange an der Schlange und ich habe die auswendig gelernten Produkte. Übrigens, bei mir steht auch Love drauf und bei mir ist auch Love drin, weißt du? Maurice, das zählt. Da hast du dich wohl getäuscht.
Hey, das wurde aus dem Sortiment rausgenommen, glaube ich. Das ist jetzt gerade ein Scherz, oder? So, Freunde, ich mache uns gerade die Suppe warm. Sie hat auf jeden Fall eine sehr dickflüssige Konsistenz, was ich schon mal gut finde. Also wer sich genau fragt, was es ist, Suppe mit rote Beete und Weißkohl. Also es hört sich sehr interessant an. Ihr könnt selber mal beurteilen, ob ihr findet, dass das zusammenpasst oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Okay, Freunde, ich sehe gerade, ich habe es komplett falsch gemacht. Also da muss noch Wasser hin zu kochendes Wasser. Ich habe es komplett verkackt. So, das sieht doch schon viel mehr nach einer Suppe aus. Privet zum Mittagessen. Maurice, danke, dass du so toll für uns gekocht hast. Vielen lieben Dank. Hast du davon schon welche gegessen? Ja, ich weiß nicht ganz, ob man die mit Schale isst oder nicht. Ich habe sie jetzt mit Schale gegessen. Das ist nicht dein Ernst. Ja, aber sie sind auch gesalzen. Ich glaube schon, dass man die... Achso, ja, vielleicht auch nicht. Ich kann doch nicht mit Schale essen, Alter. Ja, probier die Suppe. Also ich habe schon aufgegessen, Freunde, weil ich schon so lange... Also musst du noch ein Video schneiden. Mir hat es für Suppenverhältnisse gut geschmeckt. Also ich bin nicht so der Suppenfan. Was ist denn da alles drin? Rote Beete und Zwiebeln. Ja, probier einfach mal. Und warum ist die Beete nicht rot? Was ist das denn? Wie viel Wasser hast du da, zu viel Wasser dran gemacht? Nee, so viel wie man machen sollte. Das ist eine Suppe, Kim. Eine Suppe ist wässrig. Ich und das hier ist das Birkenwasser? Genau, das ist das der Birkensaft. Den habe ich noch nicht probiert. Hat sehr süß gerochen, oder? Boah, das schmeckt richtig gut. Ja? Ich trinke nur das, glaube ich, heute zum Mittag. Hier, Prost. Oha, übel erfrischend, ne? Das schmeckt ja richtig geil. Was mit ist denn Birkensaft? Birkensaft ist auf süßen Bäumen, kommt das raus. Oha, das schmeckt echt richtig geil. Das müsst ihr mal probieren. Wollen wir das mit Wodka mischen? Ich hoffe, heute wird... Nicht so super. Ich hoffe, heute werden wir noch bessere Sachen essen als Suppe. Ey, guck mal, was für ein Flatschen da drin ist. Flatschen ist so ein hässliches Wort. Okay, let's go. Aber schöner Löffel, muss man sagen. Hi, das bin ich. Hey, wir sind auf dem Weg zu unserer Bernamella. Und mal gucken, ob er heute da ist, Maurice. Schock, aha. Er ist jetzt nicht da. Also wir fahren jetzt in einen russischen Getränke-Megänke-Markt. Und ich hoffe, da gibt es leckere Sachen. Wenn nicht, bin ich dead. Oh, damn. Wir sind am Gütürer-Schukrit-Markt angekommen. Okay. Ey, das ist mein Lieblingsladen, Alter. Alter, das ist echt russisch, Mann. Das sieht aus wie das größte Ghetto hier, Mann. Also so richtig wissen, nach was wir gucken, tun wir noch nicht. Aber wir gucken mal, ob wir Pelmeni finden und vielleicht noch was anderes. Also ich bin sehr gespannt, was es da gibt. Also ich muss sagen, das ist wirklich, das ist alles türkisch-deutsch. Wie heißt das mal in Russisch hier? Wir kriegen das auch. Und weißt du, ich würde ja jetzt sagen, das ist Ketchup oder so, ne? Aber oder Kebab. Kebab, ja, oder keep it up. Aber ich glaube, das ist nicht irgendwas mit Milch. Ey, ich weiß wirklich gar nicht, was wir hier jetzt holen sollen, weil ich verstehe nicht so richtig, was das alles ist. Es sieht auf jeden Fall aus wie in einem richtigen Supermarkt, aber es ist halt wirklich alles auf Russisch, deswegen wird es schwer, hier was zu finden. Ey, ich habe diese, also erstmal habe ich hier irgendwie sowas gefunden. Da steht, ich weiß gar nicht, was es ist, weil ich verstehe gar kein Wort. Und einmal hier mit diesem Bär und diesem Kind. Ich habe das auf jeden Fall schon mal gesehen, das ist so eine russische, ganz typisch. Und da sind, glaube ich, diese Pelminis, wie nennt man die? Plilomi? Ja. Ja, ne, das sind die auf jeden Fall. Also das ist schon mal sehr typisch. Also das, ne, das sieht so aus, als ob das von der Baustelle einfach geklaut wurde. Also das sieht aus wie Baustoff oder Beton. Und man kann das, glaube ich, essen. Wir nehmen das mal mit. Das kostet nur 99 Cent. Und ich bin gespannt, was das ist. Also sieht aus wie Beton, oder? Also ich finde, diese ganzen Süßigkeiten sind typisch russisch. Ja, mega. Also früher eine Freundin von mir, ey, genau, den hat sie mir mal geschenkt. Das ist so wie, ich weiß nicht mehr genau. Aber sie meinte, der ist lecker. Den nehmen wir schon mal mit. Okay, Freunde, ich suche gerade so eine Soße für die Pelmeni, aber es ist sehr schwer, weil wirklich alles auf Russisch steht. Ey, du kochst richtig was, ne? Ja, ich versuche. So Kräuter, eher so Hulma Adischka. Ich so, alles klar, normal. Hier steht alles auf Russisch, aber hier ist ein A und da ist ein KA. Deswegen haben wir das jetzt einfach mal genommen, ne? Das wird schon packen. Ist sogar noch so eine Bäckerei, so ein Imbiss irgendwie. Ah. Die Roggen. Du weißt schon, diese Roggenbrötchen. Ja, die können wir nehmen. Ja, ey, guck mal, das gibt's mit Apfel. Wollen wir mal mit Apfel probieren? Ja, das hört sich gut an. Ich glaube, das war, was Ivans Mutter uns auch mal mitgebracht hat. Ne? Das war auf jeden Fall übel lecker. Also ich nehme mit Rind und Reis. Willst du nicht mit Eier und Schnittlauch nehmen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ey Leute, voll crazy. Hier gibt es einfach gratis Sachen. Oha, wie korrekt man direkt mal mitnehmen, ne? Spaß. Also das Frühstück war ja nichts, aber ich glaube, das Essen, was wir jetzt haben, könnte echt gut werden. Ach so, das ist meins, ne? Okay. Ach so, das mit Apfel, ne? Ja, Mann. Das ist auf jeden Fall lecker. Er ist halt wirklich so wie ein eigentlich Calzone? Eine Calzone so mäßig. Ja. Oh, das schmeckt richtig geil. Sag mal das mir. Oh mein Gott, das schmeckt richtig, richtig geil. Warum habe ich nicht das genommen? Wow. Das ist krank. Also ich muss sagen, das ist wirklich geisteskrank. Das ist so lecker. Teil doch mal. Das ist voll gemein. Falls jemand Russisch kann, dann schreibt mal bitte, was da drauf steht, also was das heißt, ob wir da recht hatten. Ich werde jetzt versuchen, das zuzubereiten. Also wir haben einmal diese Pelmenis. Sind das die überhaupt? Wie heißen die? Plilomi. Dann werde ich das hier, was auch immer das ist,
da mit drauf machen. Ich weiß, ich kann dir sagen, was das ist. Das ist eine pikante Tomatensauce. Das werde ich da reinmachen. Schmand, oder was? Ja, ich dachte, das wäre sowas wie Schmand. Okay. Und dann werde ich noch ein bisschen von den Kräutern da dran tun. Die sind auch aus Russland, oder? Das schmeckt richtig creepy, Mann. Also das hat so eine komische Konsistenz, ich kann es nicht beschreiben. Also das wird auf jeden Fall nicht mein Favorite Snack. Ich hoffe, Maurice haut was raus. Zieht euch mal rein, wie süß die sind. Seht ihr das? Da sind so kleine Gesichter drauf auf jedem. Okay, ich musste jetzt noch 6 Minuten kochen lassen. Ups, ihr seht ja gar nichts mehr. Und dann ist es fertig. Absolut keine Ahnung, ob ich das richtig zubereitet habe. Es sieht aber gar nicht so schlecht aus. Hast du gegoogelt? Ey nein, jetzt kann ich das Gesicht nicht mehr sehen. Sind überall auf jedem Gesicht da drauf? Ja, waren es auf jeden Fall. Ah! Vorsicht heiß. Ja, du musst auch schon das Fleisch da drin essen. Ja. Ja, wenn Kim ja sagt, dann ist es lecker. Es entwickelt sich immer, weißt du? Ja, also es Kim sagt nach dem ersten Bissen, ja, es lecker ist. Und dann, wenn sie aufgegessen hat, sagt sie immer, oh, das war so lecker. Also doch, Mann, ich fand es schon echt richtig geil. Und vor allem, das war so ein schnelles Essen. Das hat jetzt 10, 15 Minuten maximal gedauert. Kim ist der einzige Mensch, der bei so einem Ding nochmal abbeißt. Kim, das ist für Kinder. Da sind extra süße Kindergesichter drauf. Das ist schon mundgerecht gemacht. Beißt ihr auch immer erst ab oder steckt ihr euch irgendwas ganz im Mund? Zum Beispiel auch ein Kinder-Schokobon. Den würde ich niemals so in den Mund stecken. Ich würde den immer einmal abbeißen. Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Wer hätte es gedacht? Es schmeckt wirklich jetzt lecker. Also ich muss sagen, wir können das einmal in 2 Wochen in unseren Ernährungsplan mit einbringen. Aufnehmen, ja, finde ich auch. Also wirklich, schmeckt geil. Also man kann das ja auch so mit noch anderen Soßen kombinieren und so. Mhm. Privet, war richtig nett und war richtig lecker. Und wir haben noch dieses hier. Das ist unser Nachtisch. Bist du bereit für das letzte russische Gericht heute auf unserer Speisekarte? Das sieht aus wie so ein Milky Way. Soll ich probieren? Sieht auch aus wie ein Milky Way. Das ist Frischkäse, glaube ich. Naja, das riecht auch nach Frischkäse oder Magerquark. Quark. Ah, das ist so Quarkriegel. Ah, das gibt es auch in Deutschland. Das rundet das Ganze nochmal perfekt ab. Es wurde zu einer russischen Kugel. Boah, es war wirklich mal anders, ne? Und lecker. Ich finde es richtig chillig eigentlich an diesen Videos, dass wir so neue Sachen ausprobieren. Ja. Amerikanische Sachen habe ich auch echt noch nie so richtig gegessen. Schreibt auf jeden Fall in den Kommentaren alles voll mit Kulturen, die wir noch ausprobieren sollten, also essensmäßig. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonniert den Channel und in der nächsten Folge. Wir sind motiviert, wir machen es kurz, wir machen Hampelmänner. Wer den ganzen Artikel findet, gewinnt, ne? Wir können das Ganze ja eigentlich auch online machen. Gib mir ein M. Ich mag es einfach, weil es macht einfach Spaß.